Ja. Jetzt werden natürlich wir gehen in das Jahr 1950 und in das Jahr 1936. Ja, das ist natürlich fruchtstückig und das ist natürlich auch wertig, genau wie diese Vorderwerke oben, so was wird immer heute aufgeklärt. Ja, aber wenn wir den Testumzug und schon alte Autos oben anschauen, das dürfen wir natürlich nicht vergessen, dass es die auch in der DDR gab. Und eins dieser Modelle ist zum Beispiel dieser herrliche Fahrzeug von diesem Cabrio. Und das sind auch Fahrzeuge, die wir sehen, die in Stuttgart produziert wurden. Hier vorne sieht man eine Scheibe, da sind wir noch eine Torne vorne. Ein Star, oder das ist der Arbeit, das ist natürlich der Star.
So, jetzt habe ich mal gekommen mit unserem 3 Uhr.